Wer in Europa arbeiten will, in einem anderen Land, muss eine Qualifikation nachweisen, die er in seinem Heimatland erworben hat. Das ist bei Handwerkern, Maurern, Metzgern, Elektrikern nicht so unbedingt schwierig. Aber es gibt auch Berufe, die sind sicherheitsrelevant für Patienten, für Bautätigkeit und so weiter. Da geht es um sogenannte reglementierte Berufe auf europäischer Ebene. Das sind Ärzte, das sind Hebammen, das sind Apotheker, das sind Krankenschwestern und Pfleger, das sind aber auch Architekten. Um diese reglementierten Berufe ging es und um die Frage, wie die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa organisiert und überwacht werden kann. Problematisch ist, dass die Europäische Union eigentlich keine Gesetzgebungskompetenz hat für die Frage der Berufsausbildungssysteme in den einzelnen Ländern. Das heißt, sie sind gewachsen. Zum Beispiel haben Krankenschwestern in anderen Ländern Europas eine Hochschulreife, während bei uns Krankenschwestern vorwiegend über die duale Berufsausbildung gehen. Der Konflikt, der sich jetzt ergab, war der, dass man voraussetzen wollte, dass eine 12-jährige allgemeine Schulausbildung stattgefunden haben muss, um den Zugang überhaupt zu einer Krankenpflegeausbildung zu erreichen. Das Ergebnis wäre gewesen, dass ungefähr 50.000 Schüler aus deutschen Schulen überhaupt keine Chance mehr gehabt hätten, in diese Pflegeberufe einzusteigen. Und da waren wir dagegen. Wir waren der Auffassung, das kann man nicht über die allgemeine Schulbildung regeln, sondern das muss man insgesamt über die Ausbildung regeln. Da braucht es mehr Qualität, dann kommen auch Leute, dann muss man ordentlich bezahlen, was oftmals der Zweifel ist in Deutschland. Es fehlt hinten und vorne an vernünftiger Bezahlung für Krankenschwestern und Krankenpfleger. Dann wird es auch mit den Fachkräften klappen. Für Verbraucher ändert sich, dass der Binnenmarktausschuss die Qualitätskriterien für zum Beispiel Sprachkenntnisse verbessert hat. Denn man muss natürlich aus Gründen der Patientensicherheit darauf achten, dass eine ausländische Fachkraft auch die Sprache des jeweiligen Landes spricht, um sich mit dem Patienten zu verständigen. Und der zweite Punkt ist schlicht und einfach, dass oftmals Missbrauchsfälle stattgefunden haben, dass ein Arzt, dem die Approbation in seinem Heimatland aberkannt worden ist, in ein anderes Land ging und dort weiter praktiziert hat. Sowas muss künftig unterbunden werden. Da hat der Ausschuss einen sehr vernünftigen Vorwarnungsmechanismus für die anderen europäischen Mitgliedstaaten installiert, sodass keine Scharlatane zukünftig mehr Ärzte spielen können in einem anderen Land. Das erhöht die Patientensicherheit. Wenn das mehr Europa ist, dann bin ich in diesem Fall ausdrücklich für mehr Europa.